Marokko. Geheimnisvolle Schönheit aus Tausend und einer Nacht. Fantastische Sinnesreize am Wegesrand. Zwischen quirligen Souks und Berberdörfern. Stationen einer ungewöhnlichen Tour auf zwei Rädern. Vier Männer und zwei Frauen suchen das Abenteuer. Mit dem Mountainbike übers Atlasgebirge. Ihr Ziel, Land und Leute mal ganz anders kennenlernen. Ein Härtetest. 7 Tage an die Grenzen gehen, Entdeckungen, Strapazen, Selbstüberwindung in trockenheißem Klima. Berauschende Abfahrten, die in keinem Reisekatalog stehen. Nicht immer planbar. Peter Schlickenrieder, Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 2002, fünffacher deutscher Meister im Skilanglauf. Extremsportler, Abenteurer, ein Mann, der immer wieder an seine Grenzen geht. Mit viel Gepäck geht es Anfang April von München nach Marrakesch, die alte Königsstadt am Fuße des Hohen Atlas. Wir sind jetzt angekommen in Marokko, in Marrakesch. Bevor wir aber so die letzten Vorbereitungen treffen, die Räder zusammenbauen, tauchen wir ein in den Orient, bauen so ein bisschen ein Gefühl auf dafür, für Menschen, Land, Leute. Hinein ins bunte Labyrinth der Souks. In Schlickenrieders Team hat jeder sein eigenes Steckenpferd. Chefmechaniker Walter Arthofer ist beeindruckt vom traditionellen Handwerk. Jetzt haben wir uns geschaut, ob wir uns den Fahrradschloss mitnehmen. Ne? Ist ein bisschen unhandlich, aber dafür total sicher. Auch wie hier mit einfachsten Mitteln Instrumente gebaut werden, fasziniert Geigenbauer Dietmar Rexhausen. Also das ist schon eher so bei der Geige so der anfänglichste Anfangsstadium von Instrumenten bauen, aber man sieht, es funktioniert auch. Also ich meine, es ist halt dann eine ganz andere Art von Klang. Ganz anders werden hier auch Schuhe hergestellt, so Orthopädiemeister Martin Leitner. Bei einfachsten Bedingungen wird hier Leder verarbeitet. Man sieht ja schon am Werkzeug uralte Scheren oder Stanzgerätschaften. Weitere handwerkliche Fähigkeiten werden stolz präsentiert. Und Peters Frau Andrea macht Bekanntschaft mit der Mode Marokkos. Die zweite Frau im Team, Tanja Lutz. Sie hatte sich in der Sendung ARD-Buffet für die Tour beworben und wurde aus über 300 Hobbybikern ausgewählt. Nach dem Besuch der Souks werden die mitgebrachten Fahrräder mit größter Sorgfalt zusammengebaut. Am Fuße der Al-Kutubia, der Moschee, der altehrwürdigen Moschee und des höchsten Gebäudes hier in Marrakesch, stehen wir jetzt endlich bereit, um auf die große Tour über das Atlasgebirge zu starten. Und jetzt der Ibrahim, ein echter Berber, der uns hier über die Berge führen wird und in Kontakt bringen wird mit den Menschen hier in Marokko. Hallo Ibrahim. Bonjour. Bienvenue au Maroc. Herzlich willkommen in Marokko, besonders hier in Marrakesch. Ich bin überzeugt, dass wir eine fantastische Tour durch das Atlasgebirge haben werden. Wir werden den mittleren Atlas durchqueren und über Imilchil bis nach Merzouga in die Sahara gelangen. Ich hoffe, dass trotz der Gefahren alles gut gehen wird. Er wird uns jetzt gleich den Startschuss geben und dann geht's los. 1, 2, to the Sahara! Reiseführer Ibrahim wird die Tour vom Kameraauto aus begleiten. Die erste Etappe der Transatlas-Tour führt vom Platz Djem El Fna, dem Platz der Gehängten, aus der hektischen Stadt Marrakesch ins Landesinnere. Das Gelände ist zunächst noch flach, wird aber mit jedem Kilometer hügeliger. Trotz straffen Zeitplans gelingt es den Abenteurern immer wieder, Kontakt zu der freundlichen Bevölkerung aufzunehmen. Von Hassan erfahren wir, dass er ausschließlich auf den Ertrag seiner Tierhaltung angewiesen ist. Lediglich der Anbau von Getreide oder Minze bietet eine weitere Einnahmequelle. Ich muss jetzt auch ein bisschen einspulen, dass das ganze Team zusammenfindet, dass so jeder sein Tempo findet, dass man sich gegenseitig nicht aufarbeitet. Das ist, glaube ich, so der Sinn dieser ersten Etappe. Bei angenehmen Temperaturen geht die erste Etappe entlang der Atlas-Nordseite Richtung Osten. Die Landschaft ist der der Toskana noch sehr ähnlich. Für alle wichtig, immer wieder Energie tanken durch kleine Snacks. Ich habe heute schon den dritten Riegel gegessen. Aber ich brauche das auch.
Wassertransport mit dem Maultier. Diese Tiere können an einem Tag rund 150 Kilogramm etwa 40 Kilometer weit transportieren. Wenn man so sieht, wie so die einfachsten Dinge hart besorgt werden müssen. Anders wie bei uns. Nach 60 Kilometern der Etappe wird die erste größere Pause eingelegt. Die ausreichende Wasserzufuhr ist bei solch extremen Anstrengungen sehr wichtig. Bis zu 5 Liter Flüssigkeit kann jeder Biker bei einer Etappe verlieren. Alles so gut. Das ist doch ganz schön heiß. Den letzten Teil dieser 110 Kilometer langen Tagesetappe gilt es wiederum größtenteils auf Asphalt zu meistern. Die dabei zu überwindenden 1500 Höhenmeter und die anschließende Abfahrt nach dem Nate stellen für die Abenteurer noch keine besondere Herausforderung dar. Super! Gut. Hey, cool! Wir stehen hier mitten auf der Naturbrücke Imni Ifri, direkt über dem Nate. Und heute, zweite Etappe, geht's von dem Nate nach Tabant im Eidbugmes im Tal der Glücklichen. Und wie glücklich wir nach der Etappe noch sind, wird sich heute Abend zeigen. Mit jedem Kilometer, der weiter ins Landesinnere führt, wird es einsamer. In diese Gegend verirren sich kaum noch Touristen. Asphaltierte Straßen sucht man nun vergebens. Grüne Wiesen weichen immer karger werdendem Lehmboden. Schotterpisten, Lehmwege und Pfade zeichnen das Landschaftsbild. Die Dörfer sind nun immer schlechter erschlossen. Meist sind nicht einmal Brücken vorhanden. Am Weg trifft die Gruppe auf Kinder, die Schafe und Ziegen hüten. Und die sind neugierig auf die strampelnden Exoten aus einer fernen Welt. Auch in den entferntesten Winkeln tauchen Baustellen auf. Man merkt, dass hier einfach noch früher ist und viele Straßen kaputt sind und jetzt wieder frisch gemacht werden. Für Peter und seine Mitstreiter werden die Gegensätze zu Europa immer deutlicher. Mit einfachsten Mitteln baut man Häuser. Lehm ist hier der maßgeblich verwandte Baustoff. Die Grundmauern dieser Häuser werden gestampft. Während man in Europa Baustoffe importiert, wird hier das verwendet, was vor Ort ist. Der Zusammenhalt der Menschen ist in dieser Gegend überlebenswichtig. Nur in der Gemeinschaft ist man stark. Nun kommt es zur ersten Bewährungsprobe für das Team. Es gilt, den Im Niu zu bezwingen. Den ersten Pass über 2000 Höhenmeter. Jetzt sehen wir die ersten Schneeberge vor uns. Wir fahren auf fast 2000 Höhenmeter. Es ist 11:30 und richtig, richtig heiß. Immer extremere Bedingungen bringen alle Radfahrer an ihre Grenzen. Es besteht die Gefahr der Dehydration, also des übermäßigen Flüssigkeitsverlustes. Folgen wären Krampfanfälle, Nierenschmerzen bis hin zur Bewusstlosigkeit. Deshalb nehmen die Biker immer wieder isotonische Getränke zu sich. Dazu ballaststoffhaltige Lebensmittel wie Müsliriegel, da diese Wasser binden und langsam wieder abgeben. So, da wird der Weg zum Flussbett oder das Flussbett zum Weg eine wilde Geschichte. Es ist schweineanstrengend. Hier auf 2000 Meter ist die Luft besonders trocken und staubig. Dadurch wird die Atmung sehr erschwert. Dazu kommt noch die Temperatur von ca. 30 Grad, die man in so einer Höhe nicht vermutet. Die Landschaft ändert sich auf dieser Etappe mehrmals. Von schneebedeckten Bergen, tiefroten Gestein bis hin zu grünen Wiesen. Abfahrt ins Tal Eidbugmes, dem Tal der Glücklichen. In Tabant angekommen, wartet auf die weiblichen Radfahrerinnen eine Überraschung. Schminken auf Arabisch. Der Kajal besteht mitunter aus gemahlenen schwarzen Olivenkernen und wird im Auge an der Lidkante aufgetragen.
Die angeregte Tränenbildung lässt das Auge größer und glänzender erscheinen. Die schwarze Farbe schluckt das Licht und stärkt bei großer Sonneneinstrahlung die Sehkraft. Das ist der typische Pfefferminztee, den es hier morgens, mittags und abends gibt. Heute geht es auf die dritte Etappe von Trabant nach Cathedral de Roche. Wieder 95 Kilometer, 2500 Höhenmeter. Ich hoffe, es wird nicht ganz so anstrengend wie gestern. Deswegen genießen wir jetzt auch nochmal das Frühstück in diesem typischen Berberraum Tamsrit und schöpfen nochmal richtig Kraft. Normalerweise ist man froh, wenn man sich in dieser Gegend nicht allzu sehr anstrengen muss. Wie man hier auch noch Radfahren kann, ist mir unbegreiflich. Der Weg führt an schneebedeckten Feldern vorbei. Trabant liegt auf ca. 1400 Metern, die Luft ist äußerst trocken, Peter und seinem Team brennen die Augen und die Lippen platzen auf. Dennoch legen sie ein hohes Tempo vor. Das sind Leistungssportler, da kann man einfach nicht mithalten, aber ich denke, ich muss einfach meine Geschwindigkeit fahren und dann müssen sie halt ein paar Minuten warten. Aber die sind ja dann auch so nett, dass sie das dann machen. Aber auch Leistungssportler bleiben von technischen Defekten nicht verschont. Die dritte Reifenpanne, unmittelbar nach dem ersten großen Pass, bietet eine willkommene Pause. Tolle Abfahrt vom Altburg Messtal runter nach Ansal, so zur Hälfte der Strecke ungefähr. Ja, irgendwie Mondlandschaft, oder Dietmar? Ja, ganz toll, wie das Gebirge hier geschichtet ist. Nach einer anstrengenden Fahrt, die dem Material einiges abverlangt, kommen die Abenteurer völlig erschöpft im Hohen Atlas an. Und eine bei der Tür. So, jetzt gibt's einen Tee, oder? Wow. Im typischen Berbercafé gibt es selbstgebackenes Fladenbrot mit Olivenöl und Tee. Diese Kombination ist, wie sich herausstellt, nicht die allerbeste Nahrung für die Sportler. Sorry, Leidl, hab einfach so ein bisschen Magenkrämpf. Ich glaube, dass heute das Öl und das lauwarme Brot, also schlecht ist man nicht, aber hab einfach Durchfall und so ein bisschen Magenkrämpf. Ja, aber gut. Und ich glaube, weit ist es jetzt nicht mehr, oder? Ich hoffe es nicht, sonst. Es sind natürlich schon ein paar Meter, weil vor allem ist es mittlerweile 19 Uhr. Lass uns aufbrechen. Okay. Der Zeitplan ist heute kräftig durcheinander geraten. Aber genau das Unvorhergesehene ist hier der Reiz bei solchen Abenteuern. Direkt vor uns die Kathedrale de Roche. Schaut unwahrscheinlich beeindruckend aus, jetzt in diesem Abendlicht. Ein Wahnsinn. Ab hier geht's endlich nur noch bergab in Richtung Abendquartier. Kilometer bis Imilcil. Das ist unsere heutige Etappe, die vierte von Cathedral de Roche nach Imilcil. Es wird richtig abenteuerlich. Heute kann das Kamerafahrzeug nicht mitfahren, das heißt, wir sind auf uns allein gestellt. Es sind über 3000 Höhenmeter. Also jetzt geht es nochmal richtig zur Sache, aber wird natürlich wieder eindrucksvolle Landschaft sein. Reiseführer Ibrahim hatte vor dieser Strecke gewarnt. Trotzdem will sie die Truppe so in Angriff nehmen. Diese Etappe führt durch eine Schlucht entlang eines reißenden Flusses. Die Straßen sind teils überflutet, teils weggebrochen. Spätestens hier wird den Bikern klar, warum der Kamerawagen eine andere Route nehmen muss. Tanja, das ist doch dein Metier, oder? Ja, das macht jetzt mal richtig Spaß. Du als alte BMX-Fahrerin, deine Welt, oder? Ja. Plötzlich bricht die Schotterpiste völlig weg. Mit Mühe und Not, kurz vor dem Abgrund, kommen die Radfahrer zum Stehen. Nach einigen hundert Kilometern in den Beinen sind auch noch Kletterkünste gefordert.
Die Warnungen Ibrahims erklären sich jetzt. Also wir sind jetzt hier ungefähr so 25 Kilometer in diesem Canyon hinter unterwegs. Es wird schon richtig mühsam, der Weg. Aber unglaublich, man trifft überall die Berber, die im hintersten Winkel eine Behausung haben, was anpflanzen, einfach Flussnähe, Wasser, ist die Lebensader. Diese bis jetzt anspruchsvollste Etappe hat auch ihren Preis. Ein gebrochenes Schaltwerk. Und das ausgerechnet hier. Das bringt den Zeitplan der Gruppe erneut durcheinander. Ratlosigkeit. Schirm aus, Hände. Die Etappe droht zu scheitern, denn das Ersatzteillager ist im Kamerawagen. Und das heißt, Räder schleppen bis zum nächsten Treffpunkt. Während sich die Gruppe durch unwegsames Gebirge schlägt, hat der Kamerawagen auch zu kämpfen. Allerdings mit einer Hochzeitsgesellschaft, die die Straße blockiert. Radfahrer aus Europa und ihre streng getakteten Zeitpläne. In dieser Welt scheinen sie irgendwie fehl am Platz. Das Leben funktioniert auch ohne Alltagshektik. Zwei Stunden später hat die Plackerei für die Biker ein Ende. Nachdem sie ihr Ersatzteillager gefunden haben, sitzen sie nach kurzer Reparatur wieder fest im Sattel. Nur die zwei Damen klinken sich von der Klettertour aus. Stattdessen kurzer Zwischenstopp bei einer Berberfrau. Ich selbst bin in dieser Gegend geboren und habe 10 Kinder. Die versuche ich mit meinen Tieren zu ernähren. Ich habe Ziegen, Hühner und einen Esel. Bei mir haben uns jetzt unsere Pause bei diesen Berberfrauen da verdient mit Minztee und Brot. Und die Männer quälen sich dabei die 1000 Höhenmeter nochmal rauf. Und wir zwei, wir machen es jetzt ganz geschickt, wir nehmen jetzt unser Kamerataxi in Anspruch. Während die Männer ihre Tagestour eisern zu Ende strampeln, genießen die Frauen das Etappenende im Kamerafahrzeug. Wir sind hier am Wochenmarkt von Imilcil. Das ist im östlichen Ende des Hohen Atlas. Und das größte Problem, das wir jetzt haben, weil es hier auf diesem Wochenmarkt wirklich alles gibt, von Datteln bis hin zu Schmuck, unsere Mädels hier vom Shopping loszueisen. Da aber alles, was gekauft, auch transportiert werden muss, hält sich die Kaufwut der Mädels in Grenzen. Am heutigen fünften Tag steht die Königsetappe an. Sie führt über 3000 Höhenmeter und es werden dabei drei Klimazonen durchquert. Vom Hochgebirge bis hin zur Wüste. Da in der kargen Landschaft die Vegetation sehr gering ist, sind die Bewohner auch darauf angewiesen, Wurzeln zu suchen und Brennbares zu sammeln, um zu überleben. Die ersten 10 Kilometer ist die Straße noch asphaltiert. Danach folgen 40 Kilometer festgefahrene Sandstraße. Dieser Streckenabschnitt stellt somit noch keine allzu große Herausforderung für das Radteam dar. Die Belastungen der vergangenen Tage sind aber deutlich spürbar. Wir haben noch 8 Kilometer. Mal schauen wir mal. Auf dem Weg zur größten Steigung der Tour hat Reiseführer Ibrahim noch einmal eine Zwischenmahlzeit organisiert. Kurz vor dem Gipfel beginnt ein kleiner Wettstreit. Wer vom Team bekommt nach all diesen Anstrengungen das gelbe Trikot des Bergkönigs? Höchsten Pass erreicht, 2925 Meter. Hier Wasserscheide des Atlas. Hier fließt auf der Seite zur Sahara hin. Auf der Seite Richtung Meer, Richtung Casablanca. Jetzt warten wir noch auf den Rest der Truppe. Hey, Lola! Hey! Spitzenmäßig! Super! Gratulation! Super! Ja, gut. Frauenpower! Aziz! Aziz!
Nach dem Erinnerungsfoto beginnt eine halsbrecherische Abfahrt ins Dardestal, die volle Konzentration erfordert. Ein Fehler, ein Sturz und diese Etappe könnte hier enden. Nach der Abfahrt wartet eine kleine Stärkung. Zusätzlich erfahren die Abenteurer von Mohammed Geheimnisse über die arabische Teekultur. Gehen wir langsam wieder in bewohnte Gegenden, runter vom höchsten Pass in das Gorge de Dardes. Bei der Abfahrt durch das Dardestal beeindrucken die raschen landschaftlichen Wechsel zwischen reißenden Flüssen, roten Lehmböden und engen Schluchten. Die Gegend wirkt nun zunehmend erschlossener. Bumal Nedades liegt unmittelbar bevor. Ibrahim diskutiert gerade noch die Route mit unserem Navigationschef, mit Walter. Wir haben ein bisschen umgeplant. Es geht trotzdem von der Dardes-Schlucht nach Tazarin über den Anti-Atlas direkt in die Sahara-Wüste. Zu den Höhenmetern kommen jetzt auch noch die Erschwernisse der Wüste, Hitze. Wir wissen nicht genau, was uns erwartet. Wäre auf jeden Fall spannend und sicherlich mal wieder anstrengend. Eindrucksvoll, gell, wie schnell das hier die Landschaft ändert. Super. Am Ende der Dardes-Schlucht geht es durch Bumal Nedades. Das ist ein kleiner Ort mit ca. 12.000 Einwohnern am südlichen Rande des Hohen Atlas. Endlose Gerade, schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf die Wüstenstrecken dann. Jetzt geht es aber erstmal von Bulmalne ins Anti-Atlas-Gebirge. Der Anti-Atlas ist ein etwas niedrigerer Gebirgszug, der zwischen dem Hohen Atlas und der Sahara verläuft. Seine Berggipfel erreichen Höhen von ca. 2700 Metern. So, auf geht's, die Teerstraßen lang. Na, lass dich da nicht verleiten, es geht dann über. Verstehst du? Schau's ganz deutlich, Tazarin. Da um müssen wir. Weil du Arabisch kannst. Der Anti-Atlas erstreckt sich über 500 Kilometer vom Atlantik im Südwesten bis in den Nordosten und überrascht die Mountainbiker mit bizarren Felsformationen, Vulkangestein und extremer Hitze. Auch diese Teiletappe wird zu einer echten Herausforderung. Das Gebirge ist besonders Richtung Süden zu der 700 Meter hoch gelegenen Ebene der Sahara stark zerklüftet. Klimatisch muss die Gegend der Wüstenzone zugerechnet werden. Wir haben eine wilde Downhill-Piste da ist runter, hinter uns. Wie hart war es? Ja, wenn man kein Fulli dabei hat, ist es schon ordentlich hart, weil da gibt es einige Schläge dann auf dem Rücken. Jetzt bin ich aber froh, dass wir unten sind. Angekommen am Gate of Ali, dem sogenannten Tor des Propheten. Wir haben 37 Grad im Schatten gerade gehabt und jetzt auf einmal diese Oase mit dem Wasserfall. Es ist echt faszinierend. Mitten in der Wüste ist es wie ein Fata Morgana. Es ist einfach wahnsinnig erfrischend. Für die Nomaden, die wir hier ringsum sehen, ist dieses Wasser lebensnotwendig. Nach dem Wasserfall wird es immer flacher. Die Vegetation ändert sich erneut. Palmenoasen sind am Wegesrand und der Anti-Atlas endet hier. Bis zum Etappenziel nach Tazarin liegen noch über 60 Kilometer vor den Sportlern. Manchmal dauert so eine Tour halt ein bisschen länger, aber wir haben es geschafft. Wir sind in Tazarin angekommen, waren gewaltige 150 Kilometer. Ich bin jetzt gespannt, wie es uns in der richtigen Sahara morgen geht, wenn der Planet richtig runterknallt. So, nochmal ein letzter Bike-Check. Die gestrige Etappe war wahnsinnig hart, hat die Räder unwahrscheinlich verschlissen. Und heute geht es in die Sahara-Wüste. Das heißt, wir brauchen nochmal optimales Material und vor allem Kraft in den Beinen. 3,8 Bar auf dem Teer brauchen wir viel Druck im Reifen. Am Ortsausgang weist ein Schild darauf hin, dass es bis zur Sahara noch 160 Kilometer sind. Die Strecke ist flach. Jedoch sind Hitze und Gegenwind schier unerträglich.
nach 60 Kilometern Ankunft in Al-Nif. Dort gibt es die erste Stärkung des Tages. Der Gegenwind, der macht da absoluten Gar aus. Also das ist unglaublich, wie hart es wird. Wo auf einer Strecke, wo man normalerweise ja, 35 Kilometer in der Stunde fährt, fahren wir jetzt gerade mal nur 15 km/h. Der Asphalt ist ziemlich ruppelig und das kostet dann recht viel Kraft. Dann der Gegenwind noch und ja, es wird halt jetzt recht heiß. Und ich glaube, Tanja und ich können jetzt guten Gewissens beim Kamerateam Asyl suchen. Jetzt fahren wir einfach mal noch mal eine Stunde gegen den Wind mit relativ wenig Kilometerleistung und hoffen dann auf den Rückenwind nachmittags oder in den Abend rein. Das monotone, ebenerdige Radfahren ist auch für Peters Muskulatur und sein Sitzfleisch anstrengender als die Bergetappen, bei denen er aus dem Sattel steigt und im Stehen fahren kann. Dazu kommt noch die Temperatur, die mit 45 Grad der einer Biosauna gleicht. 200 Kilometer sind insgesamt an diesem Tag zu bewältigen. Ey, Wahnsinn. Zwischenstation, Stadttor von Risani erreicht. Wir haben aber noch 40 Kilometer bis in die Dünen. 160 hinter uns, haben diesen Gegenwind und vor allem die Hitze total unterschätzt. Wir sind eigentlich echt ziemlich fertig und deswegen werden wir uns jetzt eine kleine Pause gönnen. Eigentlich wollten wir was trinken, uns ein bisschen erfrischen. Und jetzt sind wir in so einem typischen Teppichhändlerladen gelandet. Und jetzt müssen wir uns einmal wirklich motivieren. Das große Tourziel, das Etappenziel, mehr sogar, sollte man einfach vor Einbruch der Dunkelheit erreichen. Und die Dunkelheit kommt in diesen Breitengraden sehr schnell. Im Gegensatz zu Europa befinden wir uns hier schon in Äquatornähe. Der Äquator trennt die Nord- von der Südhalbkugel der Erde. In diesen Breitengraden wird der Tag innerhalb von 15 Minuten zur Nacht. Dies liegt am steileren Sonnenbahnwinkel. Eine langsame Dämmerung, so wie in Deutschland, gibt es nicht. Nach 70 Stunden, fast 1000 Kilometern und über 14.000 Höhenmetern in 7 Tagen auf dem Sattel. Endlich geschafft, sagenumwobene Sahara. Ziel erreicht. Boah, genial, oder? Für alle überraschend, ein Hotel mit Swimmingpool. Nach der erlösenden Erfrischung versorgt Ibrahim das Team ein letztes Mal mit den Köstlichkeiten seines Landes. Du isst es so. Du vermischst es mit dem Gemüse, formst eine kleine Kugel daraus und dann wirfst du es einfach in den Mund. Guten Appetit. Und jetzt heißt es Abschied nehmen. Was nach der erfolgreichen Atlasüberquerung bei Peter Schlickenrieder und seinen Freunden hängen bleibt, ist eine atemberaubende Flut an Bildern, Eindrücken und Begegnungen am Wegesrand. Marokko by Bike, ein unvergessliches Erlebnis.